Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Crossfire. Einen Moment, Salam alaikum, bla. Nehme ich auf, nehme ich auf, nehme ich auf. Ja, nein, vielleicht. Ich nehme auf, gut. So. Ja, heute nicht NA, sondern Europa, für die Europa-Freunde unter euch. Weil NA geht mir gerade so derbe auf den Sack. Erstens sind da die ganzen scheiß verfickten Hacker, sorry, ein Ausdruck schon wieder. Und zweitens sind jetzt alle UK-Server wieder down und ich habe keinen Bock mit einem 120er Ping gegen irgendwelche scheiß Dreckshacker zu kämpfen. Nee. Und ich hoffe, in Europa ist das jetzt hier ein bisschen chilliger. So, ah, gucken wir mal. Ja, hier gibt es andere Waffen. Das ist die gleiche. Hier gibt es halt die Schaufel. Da gibt es das Kukri-Inner. Und hier gibt es die. Was war das? Mauser. Genau, und hier gibt es halt die FFF2 Halloween. Was gibt es denn hier noch? Irgend so eine Schu. Oh, guckt euch diese Schwuchtelcharakter an. Oh nein! Oh, einen Moment. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Aber ich nehme trotzdem auf. So. Ja, Crystal kennen wir noch alle schön hier. Ja, und hier gibt es auch nur Scheiße. Ja, okay. Mein Account besteht aus einer Chris und einer M16. Ja, das bedeutet, wir nehmen eine M16, weil die Chris habe ich mir vor. Wie, wann wurde das Spiel gemacht? Also, da wo es noch in der Beta war, weil. War ja noch so ein Beta-Freund. Hier kann man erkennen, jeder, der früher in der Beta war, hat halt dieses Dings da bekommen, diese Namecard. Daran sieht man, dass man halt Beta ist. Ja. Und da habe ich mir die Chris gekauft, weil ich sie unbedingt mal haben wollte, weil es sie in NA nur zu drehen gibt. Ja. Aber ist halt eine Noob-Gun, deswegen nooben wir jetzt ein bisschen mit der M16 rum. Und ich brauche keinen Springenstellen. Yay. So. Okay. Okay, alles eingestellt. So. Mal schauen, wie es läuft. Die Map sieht so anders aus. Na, was hast du in der DSR? War ja klar. Aha, Noob down. Ah, ja, genau. Das ist auch voll der Noob, ne? Alter, der kann ja gar nicht. OMG. Alter, ist das. Was ist denn das für ein Opfer gewesen? Bäh. Ist ja schlimmer als bei mir mit meiner RPK. So, schleichen wir mal ein bisschen. Ganz ruhig, Hansa. Ist alles okay. Mal hier ein paar rein. Ein paar Leute. So, jetzt können wir ruhig wieder laufen. Ich will auch Leute killen. Ja. M16. Was hat der Typ für eine Waffe? So, da haben wir ihn. So muss das, Freunde, so muss das. Ja, kann man mal sehen. Ich würde die M16 wegschmeißen und dann einen mit einer AWM holen. Nimm mal eine Granate. Ist das peinlich. Darf ich kämpfen mit einer M16? Weiß ich gar nicht. Die Smoke, die schützt mich ein bisschen. Ja, nein, genau. Gibt's hier genauso viele. Gottes Rechte. Oh mein Gott, was für Schwuchtelnamen, ey. Oh, ich krieg den Ständer, Alter. Wie ist der wirklich so? Oh mein Gott. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was sind denn das hier für schwule Abzeichen, ey? Oh mein Gott, wie lange habe ich das hier nicht mehr gespielt? Ich will meinen Account wieder haben. Aber du brauchst auch gar nicht, ey. Gar nichts, ey. Komm, wir machen ein bisschen Sniper-Style. Manu, ich will meine MSR haben. Ja, genau. Mach halt, was du willst. Ist okay. Ich trinke mal einen Schluck Booster.
ihr dürft nicht vergessen, dass ich gerade krank bin. Deswegen vielleicht nicht so viel rede oder so zocken kann. Ich kann eh nicht gut zocken, das weiß ich, aber gerade geht's mit dem Fieber. Die Tabletten haben das ein bisschen runtergedingst gemacht. Ja. Deswegen. Und ich nehme trotzdem auf, ja, könnt ihr mal sehen, dass Folgen rauskommen. Boah, das Schlimmste bei bei Fieber ist halt erstens die Fieberträume, habe ich aber auch, glaube ich, schon mal in Minecraft Let's Play darüber geredet. Wenn ihr keine Fieberträume kennt, ich erkläre das kurz. Man hat immer einen ganz bestimmten gleichen Traum. Und dann wacht man auf, aber ist trotzdem noch in den Traum. Also ich, bei mir war das immer so, ich war noch total, ich war wach, aber war immer noch in diesem, ich weiß nicht, wie man das erklären soll, in diesem Traum drinne. Und irgendwann wacht man dann richtig auf und steht irgendwo im Badezimmer oder so, oder keine Ahnung. Das ist total, ich hasse es, aber das ist nur bei hohem Fieber so. Wenn du nur so 38 Grad hast, da ist das nicht so. Das ist so heftig. Na komm. Ich will auch mal Kills machen. Hab nimm mal eine Granate, so eine Kacke. 8 HP habe ich den gezogen. 8! Ich benutze vielleicht meine Griff, ist mir scheißegal. Na komm. Komm, ich will den. Och Mann, oh! Hat den doch bestimmt richtig viel gezogen. Ja, genau! Wie viele Leute habe ich denn hier gezogen? Wie viele waren denn dahinter? Und die ganze Zeit nur. Boah, diese M16 ist so scheiße, ey. Wie lange habe ich mit einer M16 nicht mehr gespielt? Ja, ist schon ganz schön lange her. Ja, eigentlich mal eine Waffe. Eine etwas bessere. Bombe down. Sag ich mal hier Bescheid. Follow me. Oh ne, das ist was anderes. War das nicht immer? Wow, Penis. Mist. Aber zwei habe ich gehört. Den Gottes Rechte. Hab ich geholt. Ist das hier so eine Sekte oder wie? Ja. Alter. Der leckt ja zum Glück nicht. Aber hier lecken wenigstens weniger als in der Nah. Hier sind nur 3 Lecker von 16 Leuten. Nur 4 Lecker von 16 Leuten. Das ist in Ordnung. Hier, bei der Sniper habe ich eine Granate, so eine Kacke. Bleib jetzt mal hier. Kämpf einfach knallhart. Alter, wie die alle treffen. Unnormal. Mit ihren ganzen VIP-Snipers und so. Ja, VIP ist ja total Noob-like, ne? Jeder, der VIP-Waffen hat, ist total schlecht. Ja, so ist das. Und davor gucken wir gar nicht unterm Rock. Alter, allein wie aufgebrezelt. Wer rennt denn so bitteschön rum? Außer irgend so eine Prostituierte auf dem Strich. Hä? Was ist denn das? Das ist typisch chinesisch, weißt du? Oder japanisch, koreanisch, indonesisch, keine Ahnung. Aber es ist so typisch. Wer rennt denn so im
Krieg rum, oder nicht Krieg, sondern in der CIA-Einheit oder so, oder was das sein soll, der Charakter. Spob verstehe ich ja noch, die geht ja noch, die hat nur so einen Ausschnitt oder so, glaube ich. Aber diese ganzen Japaner-Dinger und so. Hier, die meisten Charakter von den Männern sehen auch schwul aus, außer jetzt der, nee, das hier nicht, sondern der Afroamerikaner, der Schwarze halt, der Navy Seal und die normalen Charaktere. Die anderen sehen alle schwul aus und jetzt hat die angeschrieben. Ja, okay, das hier, der geht noch, aber was hier und so alles ist, keine Ahnung. Was macht der da? Allein die Schritte von der Figur. Ja, ich bin froh, dass der vorbei ist. So, und jetzt gehe ich in den Team Deathmatch. Wo ist denn ein Team Deathmatch? Team Deathmatch Headshot. So eine Scheiße, ey. So, hier. Komm. Versuchen wir mal was zu reißen hier. Taktisch spielen mit einem 16 geht nicht. So. Doch, geht schon, aber nicht für mich. Ich muss in den Nahkampf. Komm her. Ja, genau! Das ist doch so. Gibt's hier genauso viele Hacker oder was ist hier los? Ja, anscheinend schon. Nö, den kick ich jetzt nicht, ist mir egal. Ich hab doch genauso viele Scheißhacker. Oh, du bist Feind. So, jetzt haben wir mal eine erste K. Nein, ich kick den schon gleich, macht euch da keine Sorgen. Wenn ich jetzt verrecke, kick ich den. Sterbt ihr mal? 95? Wer hackt denn jetzt von denen allen? Ich weiß es gerade nicht. Ich mag die Waffe jetzt schon nicht. Na, wo sind die Gangster? Die Gangster? So, heben wir mal eine andere Waffe auf. Ja, ja. Hätte ich meine AK beantwortet. Ja, das macht einfach keinen Schaden, die Waffe. Ich muss echt hier eine Tonne kloppen. Verstehe ich. Kurzfeuer-Projekt. Ach, nein, nein, nein. Ach, sauber. Kurzfeuer-Absicht meine ich. Schlechte Waffe, ja, gib doch Geld auf für eine bessere Waffe. So ist es halt. Ja, schieß halt durch, genau. Schieß halt durch. Ist okay. 2 HP. Wodurch hat er mich erschossen? Durch die Wand? Oh, hier gibt's genauso viele Scheißhacker. Exquisiter, keiner schmeckt mir so wie dieser. Mal eine andere Waffe haben, nicht immer eher im Drecks. Drecks. Hau ab. So. Jetzt haben wir mal eine Nagelpistole aufgehoben. Voll. Gar nichts. Aber richtig gar nichts. Das gibt's doch nicht, diese scheiß fucking Hacker. Nein, der hackt nicht. Kick den und den, aber selber hacken, kicken tut dir nichts, ey. Scheiß Schwuchteln. Krieg die Krise, ey. Wegen so einer Scheiße. Oh, ich muss euch eine geile Story erzählen. Gestern habe ich auf NA, habe ich
Hero Mode gespielt. Und dann wurde da so einer gekickt, der voll so ein arroganter Wichser war, ne? Also habe ich den natürlich auch gekickt. Der hat mir jetzt nicht gehackt oder so. Und dann schreibt er mich so an, ne? Ja, er ist auf Englisch, ne? Beleidigt er mich so, ich so auf Englisch dann zurück. Dann später schreibt er mich auf Deutsch an, ich dann so zurück. Und dann sagt er, ja, komm. Ja, wo wohnst du und so? Und ich so, ja, hier, komm, erstmal Skype, ne? Ich will mal mit dir so telefonieren. Ne? Und er so, ja, ich bin doppelt so alt wie du, also ungefähr 40, ne? Erstens, warum spielt ein 40-jähriger Crosser, ja? Das ist so, als ob ich mit 30 Lego spielen würde. Naja, und zweitens kommt er dann und so, ja, lass treffen. Er war so ein Russe, weißt du? Also hat er jedenfalls gesagt. Und er hatte erstens kein Skype, ne? Keine Ahnung. Weil ich wollte mal so ein bisschen mit dem quatschen, weißt du? Ich hab mich voll. Ich wollte erst aufnehmen, ne? Aber habe ich dann doch gelassen. Jedenfalls war es total geil. War es total geil, da mit dem so zu schreiben und er so am Beleidigen oder immer so, du Loser und so. Und ich so, komm mal klar. Oh, so geil. Und er so, ja, lass treffen.